Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Justus und ich habe ein neues Video für euch. Im heutigen Video habe ich eine mega wichtige Information für euch. Und zwar nimmt Rockstar euch euer Geld, eure RP und eure gemoddeten Outfits weg, falls ihr einen Unlock All besitzen solltet. Das Ganze hat gestern angefangen, das heißt, falls ihr euch gestern und heute schon in GTA eingeloggt haben solltet, ist entweder euer ganzes Geld weg, falls ihr einen Unlock All besitzen solltet, oder ihr habt Glück gehabt und Rockstar hat es nicht erkannt. Für alle anderen, die sich gestern oder heute nicht eingeloggt haben, gibt es einen Trick, wie ihr euer Geld behalten könnt. Und das geht folgendermaßen. Ihr geht im echten Internet auf die Seite vom Rockstar Social Club. Dort loggt ihr euch dann mit eurem Account-Daten vom Social Club ein. Ich jetzt hier mit meinem Currykin-Account. Dann geht ihr oben rechts auf das Zahnrad und dann auf Einstellungen. Nun geht ihr auf verknüpfte Konten in der oberen rechten Leiste. Jetzt seht ihr ja euren PSN-Account. Dieser wurde ja höchstwahrscheinlich auf der PS3 gemoddet und den habt ihr jetzt übertragen. Deswegen hebt ihr diese Verknüpfung auf, bestätigt das Ganze. Jetzt könnt ihr euch ganz normal in GTA einloggen und ihr solltet eigentlich in der Regel euer Geld noch behalten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr teilt das Ganze mit euren Freunden. Und lasst ein Like da, falls ihr hier neu sein solltet, ein Abo, checkt auch das letzte Video ab über GTA 6 bzw. meine Mafia Let's Plays. Ja, wie gesagt, lasst ein Abo, Like da, teilt das Video mit all euren Freunden und damit bin ich raus. Ciao, haut rein! Es ist vorbei. Wie kann so etwas jemals vorbei sein? I call but you don't answer, so I write this open letter. When I left, the world was broken, I just hope it's gotten better. You argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever.